Willkommen zu einem neuen Video, den Monatsvlog Januar. Es ist super sonnig gerade und da dachte ich mir, ich nutze mal die Chance, um mein Intro zu filmen. Aber ich habe eigentlich nicht weiter was zu erzählen, deswegen ist das wirklich nur das Intro und dann geht's weiter mit dem Vlog. So, wir haben das Regal hier im Esszimmer umkonstruiert. Das war ja hier eher so ein hohes Regal und das konnte man jetzt auch so umbauen, dass es wie so ein langes Sideboard ist. Und das finden wir jetzt auf jeden Fall deutlich gemütlicher. Also es hat halt weniger diesen Büro-Vibe, hat aber natürlich die Funktionalitäten noch. Also sind immer noch unsere Bürosachen drin. Aber ja, irgendwie ist es vom Gefühl her viel gemütlicher. Das große Bild wollen wir dann an die Wand hängen, aber vorher würde ich dazu gerne noch so einen Rahmen dafür besorgen, so einen Schattenfugenrahmen. Und wir haben jetzt übrigens auch endlich den Sonos 5 und haben den dann mit unserem Plattenspieler verbunden. Der ist auch neu. Wir hatten eigentlich einen von meinen Eltern, aber der hat leider nicht mehr funktioniert und hat mir nämlich eine lange Zeit lang Platten, aber keinen Plattenspieler. Und jetzt haben wir aber ein fertiges Setup. Ich wollte mit euch mal zwei richtig leckere Aufstriche teilen, die ich in der letzten Zeit probiert habe. Und zwar habe ich hier zwei Kandidaten, die ultra lecker sind. Das hier haben wir im Centro Italia gekauft. Das ist so ein Haselnuss-Schoko-Aufstrich mit so 30% Haselnüssen und das schmeckt so lecker. Das schmeckt ungefähr so wie die helle Creme in Giotto's, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und das andere ist das hier, das habe ich zu Weihnachten bekommen. Und das ist das Erdnussmus Haselnuss Kakao von Koro. Und oh mein Gott, das ist auch so, so lecker. Ich muss mal zeigen, wie das innen aussieht. So super cremig, naja, fast schon flüssig eigentlich. Aber oh, so lecker. Leicht Erdnussgeschmack, also nicht allzu sehr. Haselnuss und Kakao, also irgendwie so eine Mischung aus Erdnussbutter, Hanuta und so rohen Kakao, also so ein bisschen bitterer Kakao. Ist dann sozusagen nicht zu süß, aber irgendwie auch nicht zu nussig, also so eine perfekte Mischung von Nuss und Schokolade irgendwie. Oh, also ja, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung für Frühstück. Dann ist mir noch eine andere Empfehlung eingefallen und zwar habe ich hier diese Lemon Melts bei Manufaktum gesehen. Die haben mich so ein bisschen angelacht. Das sind so, ja, so Butterkekse mit Zitrone drin und dann weiße Schokolade. Oh, ich liebe ja alles mit Zitrone. Und die sehen halt so aus. Also super unspektakulär, aber ich fand die super lecker. Und das hat mich auf jeden Fall inspiriert, das mal selber nachzubacken, weil ich stelle es mir jetzt eigentlich nicht so kompliziert vor. Und das ist irgendwie so ein schöner
leckerer Snack zum Tee trinken oder so, oder wenn man irgendwie Gäste empfängt und so einen kleinen Snack bereithalten möchte. Ich habe mich irgendwie den ganzen Januar über dem gewidmet, um meinen Kleiderschrank auszumisten. Also ich habe irgendwie gefühlt jede Woche irgendwie ganz viele Pakete weggeschickt und neue Sachen irgendwie online reingestellt und verkauft und mich von Sachen getrennt, vor allem auch so teuren Sachen, also Designersachen, Designertaschen und Schuhe. Und ich zeige euch mal meinen Progress. Wenn es interessant ist, irgendwie merke ich gerade, dass es irgendwie blöd ist, es so zwischendrin bzw. hinterher zu machen, aber egal. Jedenfalls hatte ich hier so eine Kleiderstange, die war eigentlich echt so richtig eng voll mit Sachen, die ich aussortiert habe. Also hier sozusagen alles voll. Und da bin ich schon einiges losgeworden. Und das ist jetzt so das, was noch übrig ist. Das sind so hauptsächlich echt so Hosen und Röcke und dann so ein paar random Sachen. Hier überlege ich zum Beispiel, ob ich meinen Burberry Trenchcoat verkaufe. Bin ich mir noch nicht sicher, weil ich will halt auch nicht so viel Verlust machen. Aber irgendwie fühle ich den nicht mehr und ich habe halt auch einen anderen und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich da einfach noch mal ein bisschen mich minimiere quasi. Und dann werde ich noch meine ganzen Jeans aussortieren müssen. Die kommen dann auch noch dazu. Das sind jetzt noch die Designersachen, die übrig sind, die ich aussortiert habe. Hier unter anderem trenne ich mich eigentlich schweren Herzens, aber ich habe sie halt ewig nicht mehr getragen. Und zwar diese Gucci Dionysus Tasche. Moment. So. Ich finde sie eigentlich ultra cool. Moment, ich habe nur ein Pyjama an. Aber... oh, ist schon eine coole Tasche, aber ich habe sie halt 100 Jahre nicht benutzt und das ist dann einfach viel zu schade. Ja, und ich hoffe, ich kann da jemanden finden, der sie benutzen möchte und da einfach wieder mehr Freude dran hat. Ja, also ich will dieses Jahr auf jeden Fall super viel ausmisten, noch mehr als vorher schon und da so ein bisschen mehr radikaler sein und mich mehr von Sachen trennen, um einfach irgendwie weniger Zeug zu haben. Und ja, gerade beim Kleiderschrank nervt es halt so, dass, wenn man so viel Stuff hat, dann ist es so schwieriger, das dann auch ordentlich zu halten. Dann bin ich einfach nur genervt und dann ist es halt einfach schneller unordentlich. Und ja, auch irgendwie noch mehr als so ein One-in-One-out-Prinzip. Also wenn man sich sozusagen was Neues anschaffen will, dass man sich dann aber gleichzeitig von einer Sache trennt. Ich will mich eigentlich, wenn ich mir was Neues anschaffe, von mehr als nur einem Teil trennen. Also, dass es wirklich dann insgesamt weniger wird. Aber da ich jetzt schon so echt einige Sachen verkauft habe, habe ich mir jetzt schon eine Sache aus meiner Wunschliste angeschafft. Das hatte ich jetzt hier auch, hier hinter mir, in diesem Stoffbeutel. Was kann das wohl sein? Es ist eine neue Tasche. Und zwar die Half-Moon Bag von The Row. Eine super süße kleine Tasche. Und ja, also Disclaimer brauche ich hier, glaube ich, gar nicht bringen. Also wenn hier so Grundsatzdiskussionen mit Designersachen und Preis-Leistungs-Verhältnis brauche ich, glaube ich, jetzt gar nicht anfangen. Aber ja, die hat jedenfalls länger auf meiner Wunschliste gestanden. Und das ist einfach nur so eine süße Everyday-Bag, die halt auch geschlossen sein kann, also mit Zipper. Und die hoffentlich zu allem passt. Und ja, und die... ist jetzt schlimm, aber die Doesn't Break the Bank im Vergleich zu anderen Designersachen, Designertaschen, die man sich anschaffen könnte. Und außerdem hatte ich für die Tasche noch einen 10% Gutschein. Also bei Match Fashion gab es irgendwie so einen 10% Deal, wenn man irgendwie in der App bestellt oder so. Und ja, sie ist relativ frisch neu angekommen, deswegen hat sie die ganzen Tags noch dran. Und ja, das ist so mein neuester Kauf.
Ach ja, eine Sache ist mir eigentlich noch eingefallen. Thema Secondhand. Weil man hätte jetzt auch sagen können, okay, warum hat man nicht die Tasche Secondhand gekauft? Gerade so ein Modell findet man dann doch irgendwie mal gut gebraucht oder in einem sehr guten Zustand. Ich bin jetzt aber letztendlich froh, dass sie neu gekauft hat. Außerdem hatte ich halt den Gutschein. Aber einer Freundin ist halt passiert auf Vestiaire, dass sie genau dieses Modell gekauft hat, also bestellt hat. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eine Fälschung war. Also sie kann zum Glück die Tasche wieder zurückschicken. Aber das ist halt super, super ärgerlich, wenn man sich richtig doll darauf gefreut hat und irgendwie so ein Schnäppchen gemacht hat oder so. Und dann ist es eine Fälschung oder eventuell weiß man das gar nicht. Weil man muss halt schon irgendwie das Auge dafür haben oder das Modell richtig gut kennen oder auch auf so Details achten, wie irgendwie das Logo auf dem Stoffbeutel. Und ja, das ist halt einfach tricky generell bei so Secondary Market, dass da halt eben relativ viele Fälschungen unterwegs sind. Und dann kann ich eigentlich an dieser Stelle mal ganz subtil ein bisschen Werbung machen für das Business von einer Freundin. Und zwar, meine Freundin hat halt Sourceware gelauncht. Das ist eine Plattform, die genau auf sowas abzielt, dass man Sachen requestet und die dann von professionellen Sellern gesourced werden. Also dann wird über ein Netzwerk wirklich nach diesem Teil gesucht. Entweder irgendwie, ob es in der Boutique noch verfügbar ist oder irgendwie bei Private Sellern verfügbar ist. Und da kann sich eben nicht so wie bei anderen Webseiten halt jeder einfach anmelden und verkaufen, sondern das sind halt wirklich ganz ausgewählte professionelle Seller oder halt Leute in Boutiquen. Und ich habe halt zum Beispiel letztes Jahr, wo das noch in der Beta-Phase war, bin ich über die App an so zwei Hermes-Schuhe rangekommen, die super schwer zu kriegen waren, also sowohl in der Boutique als auch irgendwie online und das zu einem richtig guten Preis, also keine riesige Marge oder so. Und ja, das ist eigentlich auch eine coole Alternative, finde ich, wenn man dann halt auf der Suche nach ganz bestimmten Produkten ist, die man irgendwie auf der Wishlist hat, vor allem wenn die halt nicht mehr aktuell sind. Ja, irgendwie ist halt der Gedanke auch cool, weil dann, wenn man halt so nach einem Teil sucht, dann weiß man halt ganz genau, dass man das wirklich unbedingt haben will und das irgendwie kein einfacher Impulskauf ist, sondern man muss halt wirklich on the hunt sein. Und ja, das ist halt einfach die Plattform dafür. Und irgendwie die Backstory muss ich jetzt ganz kurz mal nochmal erwähnen. Es hat halt einfach auch früher so angefangen, so in der Endzeit von Phoebe Philo bei Celine, also wo dann schon klar war, dass sie da nicht mehr für Celine tätig sein wird. Und das quasi das Ende der Ära war und man auf der Suche nach so den letzten Stücken von den Phoebe Philo Sachen war. Und da war Erika halt immer voll die gute Anlaufstelle, um irgendwie, ja, ich suche irgendwie diesen Boot in der und der Größe, in der Farbe. Und kennst du irgendwie da noch jemanden? Hast du da irgendwie einen Kontakt zu einer Boutique in, keine Ahnung, was, Singapur oder wo auch immer? Oder in München oder weiß ich nicht, wo man halt nicht selber ist. Und da haben wir, Daisy und ich, halt auch irgendwie über sie dann sind wieder an Sachen rangekommen, die halt sonst irgendwie nicht einfach zu beschaffen waren. Und dass sich das dann so entwickelt hat und sich dann so zu einer ganz professionellen Plattform entwickeln konnte, finde ich einfach so cool. Ja, und deswegen hier mal so, muss ich jetzt einfach hier mal die Werbung dafür machen. Also, weil ich das halt selbst halt wirklich super cool finde und dann halt aber auch als Freundin einfach supporte. Und ja, ich verlinke euch das mal alles in der Infobox. Und das ist momentan, wenn ich mich nicht irre, noch so ein bisschen mit Waitlist, also dass halt nicht so der Ansturm übelst krass ist auf der Plattform. Aber es ist sozusagen jetzt offiziell gelauncht, also schaut da mal rein. Auch außerdem finde ich die Aufmachung sehr schön, aber war nichts anderes zu erwarten. Ja, so viel jetzt noch dazu. Divine revelation.
So, ich wollte mal mit euch ein paar neue, nee, nicht neue, aber YouTube-Kanäle durchgehen, die ich beim letzten Mal, wo ich meine Favorite-YouTuber aufgelistet habe, noch nicht vorgestellt habe oder teilweise vergessen habe. Oder die inzwischen neu dazugekommen sind. Die wollte ich euch jetzt mal vorstellen. Und dann habe ich euch hier jetzt mal so ein kleines Setup gemacht. Ich habe überall die Lichter angemacht, weil es so ultra dunkel ist momentan. Und ja, mal gucken, ob es jetzt so funktioniert mit dem Bildschirm und so. Aber okay, ich wollte euch die einfach mal kurz mal mit euch durchgehen. Es sind so acht Accounts, die, glaube ich, euch gefallen könnten. Also es sind alles so, ich sag mal, Slow-Vlogging-Accounts. Also Vlogs, die jetzt nicht so hyper-hyper sind, die ein bisschen mehr moody sind oder einfach irgendwie generell so eine entspannendere Atmosphäre haben. Also das, was euch gefallen könnte, wenn ihr meine Content guckt und wenn euch auch die Empfehlungen vom letzten Mal gefallen haben. Und wenn ihr das nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das, ich glaube in der Ecke wird es sein, den Blog, wo ich die anderen YouTuber erwähnt habe. Aber legen wir mal los mit dem ersten Account, den habe ich beim letzten Mal nämlich total vergessen. Und zwar ist es Christy Tyler bzw. New York City Bambi. Das ist eine New Yorkerin, eine aus New York, die einen unfassbar guten Stil hat, aber gleichzeitig super sympathisch ist. Und mir gefallen ihre Vlogs. Ja, die sind halt relativ ruhig, immer sehr ästhetisch und die geben einen schönen Einblick in ihren Alltag. Und ich finde gerade so als Influencer, sie shared dann halt auch manchmal irgendwie Sachen, wenn sie irgendwie was shooten muss oder irgendwie, wenn sie irgendwie Zweifel hat oder sowas oder wenn sie sich über irgendwas freut und so. Und ich finde das irgendwie ganz schön zu sehen und generell mag ich ihren Content sehr gerne. Sie postet leider nicht so häufig, sie hat mal eine Zeit lang häufiger gepostet. Momentan ist es wieder so ein bisschen sporadischer, aber ja, generell sind es alles Accounts, die nicht alle davon posten sehr, sehr oft. Aber wenn man alle abonniert hat, dann hat man theoretisch ein ganz gutes Kontingent an neuen Content. Dann haben wir als nächstes Sophia Chang. Sie ist eine, die relativ häufig postet, so dreimal im Monat, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und die ist, wenn ich das jetzt nicht verwechsle, based in LA. Und ja, das sind auf jeden Fall auch so Vlogs oder irgendwie manchmal auch Outfits oder Challenges. Und ja, das könnte euch auch auf jeden Fall gefallen. Dann haben wir Megan Odness. Auf die bin ich gestoßen, so richtig random, irgendwie wegen einer Apartment-Tour in Tokio, wo sie eine Zeit lang, ich glaube ein Jahr lang war als Model. Und ihr Account ist auch sehr interessant, also irgendwie ein bisschen artsy gemacht und irgendwie ja, coole Einblicke irgendwie. Also ich mag irgendwie ihren Stil, wie sie Sachen dokumentiert. Und die kommt auch ziemlich viel rum. Also ich habe mal in den alten Videos mal geguckt, dann war sie irgendwie eine Zeit lang in New York, dann irgendwie, wie gesagt, Japan und jetzt ist sie wieder in New York. Und das könnte ganz interessant sein. Und sie hat mich an eine andere YouTuberin erinnert, die ihr unbedingt kennen solltet. Ein bisschen mehr OG. Na, kennt ihr es? Sie hat vor ein paar Jahren immer so 31 Days of Rachel oder so gemacht. Oder That's Chic und die waren super cool. Also es war so richtig LA-Vibes und irgendwie so ein bisschen artsy. Also sie hat immer ziemlich coole Ideen, Sachen zu dokumentieren und sie postet inzwischen auch nicht mehr so oft. Also sie hat dann manchmal dann doch irgendwie so eine Vlogging-Serie, aber ja, mal so. Aber wenn ihr sie noch nicht kennt, dann guckt da auf jeden Fall mal die alten Sachen. Würde ich vielleicht bestimmt, wenn ich irgendwann mal nichts mehr zu gucken habe, mir auch mal wieder geben, einfach um diesen Vibe zu haben. Und auch irgendwie die Musik, die sie dann drunter legt, finde ich auch immer sehr cool. Also ja, müsst ihr eigentlich kennen. Dann haben wir Michelle Choi, Living Alone Diaries, also auch irgendwie so Alltagsvlogs einfach. Und dann haben wir Sophie, meine Freundin, auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Und Glam with Trish. Postet auch nicht so oft, finde ich aber auch irgendwie vom Stil ganz cool. Könnte euch gefallen. Und zu guter Letzt Lois Park aus New York. Auch so kann sich in die Reihe einreihen quasi. Ja, das wären so meine aktuellen 8 Empfehlungen von so Vloggern, die einfach so ein bisschen alltagsmäßig einen mitnehmen und deren Stil ich cool finde oder einfach generell die Art einfach, so kann man es glaube ich nennen. Und ja, das wollte ich mal mit euch teilen.
Also, ich wollte ja schon seit längerem die Wände im Esszimmer streichen in einer anderen Farbe. Und da habe ich mir jetzt so Farbsample besorgt von Farrow & Ball. Und da habe ich unter anderem Old White, Light Grey, Bone und Shaded White. Und das hier, die beiden sind eher so Beige-Töne. Einmal ein bisschen dunkler, einmal ein bisschen heller. Dann etwas, was mehr ins Gräuliche geht. Und dann habe ich die Shaded White und das würde ich eventuell im Wohnzimmer streichen. Also einfach so ein bisschen Off-White, nicht ganz so strahlend weiß. Dann ist auch nicht ganz so, das stört mich halt ein bisschen im Wohnzimmer, dass es oftmals so bläulich schimmert. Und das macht es vielleicht ein bisschen gemütlicher einfach. Aber ja, ich muss die einfach erstmal an der Wand sehen, wie die Farben aussehen, um mich dann zu entscheiden. Und da habe ich jetzt hier im Esszimmer dieses Tylko-Regal ein bisschen verschoben. Dann werde ich es nämlich dahinter an der Wand ausprobieren. Da kann ich das Licht dann ganz gut sehen. Und es ist aber eine Stelle, die sonst verdeckt ist, falls halt eben noch ein bisschen länger dauert, bis wir das überhaupt wirklich streichen. Dann haben wir halt nicht so Farbkleckse an der Wand und sehen das nicht die ganze Zeit. Ja, und dann mache ich das jetzt mal. Hier die Farbtöpfe nochmal geöffnet, also Shaded White, Bone, Old White und Light Grey. Ich habe das Gefühl, über die Kamera, also zumindest wie ich das auf dem Bildschirm erkenne, sieht das in echt ein bisschen, sieht das auf der Kamera grünlicher aus als in echt. Also das ist in echt definitiv eher gräulich, so neutral gräulich sozusagen. Aber auf dem Display sieht das sehr grünlich aus. Naja. So, ich habe jetzt alle Farben an der Wand ausprobiert. Die zwei Kästen rechts sind beides Shaded White, aber ich habe halt jeweils einen anderen Pinsel benutzt. Und ja, ich muss sagen, insgesamt sind die Farben auf jeden Fall kräftiger bzw. dunkler, als ich mir das vorgestellt habe. Und da muss ich auf jeden Fall echt nochmal ein bisschen überlegen, auch mit Johannes zusammen, was wir davon jetzt umsetzen. Also im Moment tendiere ich mehr so zu der Farbe in der Mitte, also Bone und Shaded White für das Esszimmer. Und für das Wohnzimmer sind wie alle Farben vielleicht doch zu dunkel. Da muss ich echt noch mal ein bisschen überlegen und ein bisschen in mich gehen oder vielleicht noch mehr ausprobieren. So, ich bin eigentlich gerade dabei, mein Video zu schneiden, also den Januar-Vlog. Aber ich dachte, ich erzähle noch so ein paar kleine Sachen. Und zwar habt ihr ein paar Clips gesehen, wo wir auf so einem Dinner eingeladen waren. Das war bei Anaïs und Raffi. Und die haben so ein Mystery-Crime-Dinner veranstaltet. Also es ist so ein Set, das man sich kaufen konnte. Und dann hat jeder von den Gästen so ein kleines Heftchen bekommen mit seiner Rolle und so ein bisschen Story. Und dann hat man über den ganzen Abend über seine Rolle gespielt und hat dann gemeinsam versucht, den Mörder unter uns zu finden. Und das hat super viel Spaß gemacht. Also ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Wir alle nicht in der Gruppe. Aber es war echt super cool. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es hat viel Spaß gemacht. Auch wenn ich so, ja, so Schauspielern und Lügen und so nicht so gut kann. Und zum Glück war ich nicht der Mörder in der Gruppe, weil das fände ich, glaube ich, super schwierig, wenn man dann wirklich ein Pokerface aufsetzen muss. Aber ja, deswegen waren wir halt auch so ein bisschen, ja, so Old Hollywood-mäßig war das Thema. Deswegen waren wir dann halt so ein bisschen so gekleidet. Und Johannes hat sich auch so einen Schnauzer rasiert dafür, was ich auch witzig fand. Ja, war auf jeden Fall ein cooler Abend und ich habe Tiramisu gemacht, das auf dem Weg nicht kaputt gegangen ist oder runtergefallen ist. Und Anaïs hat super lecker gekocht, also die beiden. Und ja, super schöner Abend. Wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden. Und die andere Seite, die andere Sache, die ich noch erwähnen wollte, ganz anderes Thema. Ich habe mal in meinen YouTube Analytics reingeschaut und da ist mir aufgefallen, dass super, super wenige diese YouTube-Benachrichtigungen aktiviert haben. Also das ist das, wo ihr immer so eine Push-Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wurde. Und da ich ja so super sporadisch und unregelmäßig hochlade, wäre das ja eventuell für euch ja ganz interessant eigentlich, wenn ihr das aktivieren würdet, wenn ihr dann wissen wollt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Weil ich kriege halt öfter auch so Nachrichten auf Instagram, so von wegen, ja, Nisi kommt diesen Monat wieder ein neues Video und so. Und so würdet ihr das dann auf jeden Fall sofort erfahren, wenn eins online ist. Also ja, geht da auf der Kanalseite von mir und dann könnt ihr diese Glocke aktivieren. Und das könnt ihr auch kanalspezifisch machen. Also ihr könnt dann einstellen, dass ihr nicht von allen möglichen YouTube-Sachen eine Benachrichtigung bekommt, sondern nur von dem Kanal, von den Kanälen, die ihr halt wollt. Ja, das auf jeden Fall. Und da gab es noch eine andere statistische Sache.
Und zwar nur 30% oder so von den Views auf meinen Videos stammen von Nutzern, die meinen Kanal abonniert haben. Das heißt, da ist halt eigentlich auch noch ein bisschen Bedarf. Also wenn ihr meine Videos gerne schaut und noch kein Abonnent seid, wäre es natürlich super cool, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Dann würdet ihr auf jeden Fall auch die Videos nicht verpassen in Zukunft. Ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen pushen. Und das war es dann eigentlich auch. Der Monat ist zu Ende. Ich hoffe, ich werde im nächsten Monat ein bisschen pünktlicher hochladen, also nicht ganz so spät in den Monat rein. Und ich habe außerdem auch andere Videoideen, die ich gerne umsetzen möchte. Aber ja, das Wetter ist gerade so mega grau und dunkel. Und mich stört dann immer, wenn das Licht so blöd ist. Also dann kräuselt es dann auch so total. Also die Qualität von den Videos ist super schlecht. Ja, das habe ich auch wieder gesehen beim Schneiden. Dachte mir so, ach, gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Und eigentlich, ich schweife ein bisschen aus, aber eigentlich habe ich seit über einem Jahr so eine Vlogging-Kamera, die ich aber nie benutze, weil die auch irgendwie so super nervig ist irgendwie, weil, ach, die spinnt irgendwie. Also wenn ich dann irgendwie zwischendrin dann die Videos darauf anschauen möchte, dann geht es nicht. Dann lädt es halt unendlich lange und es ist super blöd zu benutzen. Und vielleicht sollte ich mir da eine andere zulegen. Da ist aber dann die Gefahr, dass ich dann irgendwie unterwegs so gar nicht dazu komme zu filmen, weil das dann nochmal so ein anderer Aufwand ist, die Kamera rauszuholen, als das Handy rauszuholen. Oder stört mich das dann, dass das Footage am Ende so gemischt ist mit Handy-Footage und Kamera-Footage? Weiß ich nicht. Da bin ich noch irgendwie so total unentschlossen, aber ja, das sind so gerade meine Gedanken, die mir so rumschwirren. Ja, aber ich versuche da auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mehr Qualität wieder reinzubringen oder zumindest mehr Regelmäßigkeit. Mal schauen. Ja, so viel erstmal dazu. Und ja, das war der Monat Januar. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Tschüss!